Let's get ready to rumble! In der schwarzen Ecke der wasserlösliche Lokalmatador, der Sticky Stallion, die cremige Allzweckwaffe, Tonal Classic Holzleim. Und hier der Herausforderer aus den USA, bekannt für sein Sixties Design im bulligen Schraubbecher, Mod Podge. Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS Sportstudio und zum Versiegelungsduell der Klebegiganten. Denn immer wieder taucht hierzulande bei Bastlern die Frage auf, was ist eigentlich dieses Mod Podge? Viele US-amerikanische YouTuber nutzen diesen Kleber ja quasi für alles, auch zum Versiegeln von Geländestücken. Daher habe ich mir mal einen Bottich besorgt, um Mod Podge im Vergleich zu hiesigem Holzleim und einem weiteren Kleber in Sachen Versiegelungseigenschaften zu testen. Zunächst einmal, was ist Mod Podge? Kurz gesagt, Serviettenkleber. Sprich, ein wasserlöslicher Holzleim, der recht cremig und nicht so dickflüssig wie handelsüblicher Holzleim daherkommt. Mod Podge ist allerdings ein Markenname des US-Herstellers Plate, unter dem etliche Kleber zu finden sind. Dennoch steht der Name Mod Podge umgangssprachlich als Synonym für den bekannten matten Kleber im gelben Bottich. Um Mod Podge nun mit Klebern aus unseren Breitengraden zu vergleichen, habe ich stellvertretend für alle Weißleime den klassischen Punal-Kleber herangezogen. Dazu einen bekannten Serviettenkleber aus dem Bastelbedarf und ich habe noch einen eigenen Serviettenkleber angemixt. Dazu gleich mehr. Ausgangspunkt für den Test sind strukturierte Hartschaumstücke, auf die ich zusätzlich Kork und Balsaholz geklebt habe. Einfach um drei typische Materialien aus dem Geländebau zu haben, die sich für eine Versiegelung anbieten. Die obere Hälfte der Teststreifen wurde mit normaler Acrylfarbe grundiert, die untere mit Acrylfarbe plus einem Spritzer Holzleim. Beide Farben wurden zudem so weit mit Wasser verdünnt, dass sie zwar decken, aber die Details nicht zuspachteln. Um diese Details dann besser zu erkennen, wurde alles nochmal trocken gebürstet. Testkandidat Nummer 1 ist Ponal Classic Holzleim, stellvertretend für alle wasserlöslichen Weißleimkleber. Die Classic-Variante deshalb, weil sie ja bereits mehr Wasser als die schnell trocknende Express-Variante enthält. Ja, das ist nämlich der Hauptunterschied. Expressleim ist schlicht konzentrierter und nicht so stark verdünnt, daher trocknet er auch schneller. Der Leim ist wie zu erwarten recht zähflüssig und lässt sich nur mit Mühe dünn verreiben. Außerdem läuft er nicht von selbst in die Vertiefung, hier muss man schon ordentlich nachhelfen. Zudem hat man das Gefühl, es könnte aufgrund der Zähflüssigkeit zu Streifenbildung kommen. Zum Glück war das aber nicht so. Testkandidat Nummer 2 ist ein selbst angemixter Serviettenkleber aus einem Teil Ponal Classic Holzleim und zwei Teilen heißem Wasser. Heiß deswegen, damit sich der Leim besser auflöst. Nach dem Erkalten hat man dann einen sehr dünnflüssigen Kleber, der sich wunderbar auftragen lässt und in alle Vertiefungen läuft. Testkandidat Nummer 3 ist der Serviettenkleber Art Podge von der Firma Kreuel GmbH, der, so muss man leider sagen, einen gewissen Eigengeruch hat. Die Konsistenz ist aber angenehm dünn und cremig, der Kleber lässt sich also prima auftragen. Testkandidat Nummer 4 ist Mod Podge, das ebenfalls leicht riecht, aber nicht so aufdringlich wie der Art Podge Serviettenkleber. Mod Podge ist etwas dickflüssiger, aber lässt sich immer noch gut auftragen. Bei den Vertiefungen muss man allerdings etwas nachhelfen. Nach ein paar Stunden Trocknungszeit sahen die Ergebnisse dann wie folgt aus. Der unverdünnte Ponalleim hat mit am längsten zum Trocknen gebraucht. Zwar waren die Oberflächen recht schnell ausgehärtet, aber in den Vertiefungen hat man noch lange weiße Stellen gesehen. Die Oberfläche fühlt sich sehr fest und gut versiegelt an, allerdings sind durch die Dickflüssigkeit auch Details verloren gegangen. Hinzu kommt ein leicht seidenmatter Glanz, was man ganz gut am unbehandelten Vergleichsstück erkennen kann. Fazit, ein toller Kleber, aber zum Versiegeln von Details eine Spur zu zäh. Die verdünnte Ponal-Variante schlägt sich da deutlich besser und trocknete übrigens am schnellsten. Die Details sind alle erhalten geblieben, die Farben ebenso und auch die Oberfläche ist wirklich matt ausgetrocknet. Dafür ist die Oberfläche natürlich auch nur mit einer dünnen Schicht versiegelt. Das spürt man, denn die Schichten der anderen Testkandidaten fühlen sich dicker und fester an.
zum Beispiel von Artpodge. Hier sieht und spürt man eine richtige und feste Schicht, die nur minimal Details geschluckt hat. Das Artpodge ist gleichmäßig und nahezu transparent ausgetrocknet, nur ein leicht milchiger Schleier ist im direkten Vergleich erkennbar. Hinzu kommt aber ein leicht seidenmatter Glanz. Den gibt es leider auch beim ModPodge, der genau wie Artpodge recht lange zum Trocknen brauchte. Zudem ist er hier und da recht milchig ausgetrocknet, besonders an den Stellen, wo er nicht so dünn aufgetragen war oder sich der Kleber sammeln konnte. Auch einige Details sind verloren gegangen. Hinzu kommt, wie gesagt, ein leicht seidenmatter Glanz, obwohl riesengroß matt auf dem Bottich steht. Mein Fazit: Keine Ahnung, ob ich eine schlechte Dose erwischt habe, aber von ModPodge bin ich in Sachen Versiegelung enttäuscht. Denn man muss es wirklich hauchdünn auftragen, um milchige Stellen zu vermeiden. Zudem stört mich der leichte Glanz. Vermutlich lässt sich da aber auch noch einiges durch Beimischen von Wasser rausholen. Habt ihr da Erfahrung? Dann schreibt's in die Kommentare. Das deutsche Serviettenkleber-Pendant ArtPodge trocknet deutlich gleichmäßiger aus und ist direkt aus dem Bottich einsetzbar. Einen leichten Chemiegeruch und einen ebenso leichten Seidenmattglanz muss man zwar in Kauf nehmen, dafür überzeugt aber die Schutzschicht. Purer Holzleim ist für mich der eindeutige Verlierer, denn während ich persönlich noch mit leichtem Glanz und milchigen Oberflächen leben kann, gehen verspachtelte Details natürlich gar nicht. Holzleim muss man zum Versiegeln auf jeden Fall verdünnen, außer es geht wirklich um eine dicke Versiegelungsschicht auf zum Beispiel Kanten oder glatten Oberflächen. Mein persönlicher Favorit ist der selbst angemixte Serviettenkleber aus Wasser und Holzleim. Die Versiegelungsschicht ist zwar nicht so dick und überzeugend, dafür bleiben Details und Farben erhalten. Und die Oberfläche ist wirklich matt. Über das Mischungsverhältnis kann man allerdings nochmal nachdenken. 1:1 wäre nochmal testenswert oder auch zwei Teile Leim und nur ein Teil Wasser. In jedem Fall hoffe ich, dass euch dieser kleine Überblick und Testbericht geholfen hat. Ich persönlich werde vorerst bei Holzleim als Allzweckwaffe bleiben, pur zum Kleben und verdünnt zum Versiegeln. Mehr zum Thema Versiegeln findet ihr im oben verlinkten Video. Wir sehen uns ansonsten nächsten Freitag. Bis dann!